Wenn du eine Zustimmung bzw. eine Ablehnung für Sex nicht richtig interpretieren kannst, solltest du dir Folgendes vorstellen. Anstatt den Sex zu initialisieren, stelle dir vor, dass du der Person einen Tee anbietest. Du sagst, hey, willst du eine Tasse Tee? Und dein Gegenüber sagt, oh ja, verfickt nochmal, ich habe richtig Bock auf einen Tee, saugeil, dankeschön. Dann weißt du, dass er eine Tasse Tee will. Wenn du sagst, hey, willst du eine Tasse Tee? Und dein Gegenüber sagt, ah, ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher. Dann könntest du ihm einen Tee machen, du musst aber auch nicht. Sei auf jeden Fall darauf gefasst, dass dein Gegenüber den Tee vielleicht gar nicht trinken will. Wenn diese Person den Tee nicht trinkt, dann, und das ist das Wichtigste, zwing sie nicht dazu. Nur weil du den Tee gemacht hast, bist du nicht berechtigt, der Person den Tee aufzuzwingen. Und wenn dein Gegenüber sowas sagt wie, nein, danke schön, dann mach dieser Person keinen Tee. Gar keinen. Mach ihr keinen Tee. Zwing sie nicht, den Tee zu trinken, werde nicht sauer auf sie, nur weil sie deinen Tee nicht mag. Sie will einfach keinen Tee, okay? Sie könnte auch sowas sagen wie, ja, vielen Dank, das ist lieb von dir. Und wenn der Tee dann ankommt, will sie ihn auf einmal nicht mehr. Natürlich kann das ein wenig nervig sein, aber du kannst die Person nicht zwingen, diesen Tee zu trinken. Sie wollte den Tee und dann doch nicht. Manche Leute wechseln ihre Meinung in der Zeit, in der man das Wasser aufkocht, den Tee aufbrüht und dann die Milch einschüttet. Und diese Umentscheidung ist auch völlig in Ordnung. Du bist nicht berechtigt, dieser Person den Tee zu verabreichen. Wenn eine Person bewusstlos ist, mach ihr keinen Tee. Bewusstlose Personen wollen keinen Tee. Und vor allem können sie nicht auf die Frage, willst du eine Tasse Tee? Antworten, weil sie bewusstlos sind. Okay, vielleicht haben sie am Anfang auch zugestimmt, einen Tee zu bekommen. Aber in der Zeit, während du das Wasser aufgekocht, den Tee aufgebrüht und die Milch hinzugefügt hast, sind sie bewusstlos geworden. In diesem Fall solltest du den Tee zur Seite stellen. Hilf der Person. Schau, dass sie sicher ist. Und hier kommt wieder der wichtigste Part. Lass sie nicht den Tee trinken. Natürlich, am Anfang hat die Person dem Tee zugestimmt. Aber jetzt ist sie bewusstlos. Bewusstlose Leute wollen keinen Tee. Wenn jemand ja zu dem Tee sagt, ihn anfängt zu trinken und dann bewusstlos wird und ihn nicht fertig getrunken hat, dann schütt ihm den Tee nicht weiter in den Hals. Stell den Tee zur Seite. Schau, ob du der Person helfen kannst. Denn bewusstlose Leute wollen keinen Tee. Ich bin mir da ganz sicher. Vertraut mir. Wenn eine Person zugestimmt hat, mit dir samstags einen Tee zu trinken, dann heißt das nicht, dass du ihr an jedem Tag der folgenden Woche auch einen Tee machen sollst. Sie wollen auch sicher auf keinen Fall, dass du einfach irgendwann unter der Woche unangekündigt bei ihnen anklopfst und ihnen einfach Tee in den Hals kippst. Und dann sowas sagst wie, aber letzten Samstag wolltest du doch auch unbedingt mit mir Tee trinken. Und sicherlich wollen sie auch nicht in ihrem Bett aufwachen und feststellen, dass du ihnen Tee in den Hals kippst und sowas sagst wie, aber gestern Abend wolltest du doch noch Tee. Wenn du verstehst, wie verrückt es ist, jemandem Tee aufzuzwingen, der eigentlich gar keinen will, und du auch verstehst, ob jemand Tee will oder nicht, dann kann es sicherlich nicht schwer sein, dieses Wissen auch auf der sexuellen Ebene anzuwenden. Egal, ob es Tee oder Sex ist, Zustimmung ist alles. Und wo wir gerade an der Stelle sind, ich werde mir jetzt erstmal eine Tasse Tee machen.